Niemand? Wir müssen etwas übersehen haben. Sie sind bestimmt noch im Gebäude, Oblivio. Ladybug und Cat Noir können nicht entkommen sein. Geh nochmal zurück. Sie müssen sich inzwischen zurückverwandelt haben. Ohne ihre Erinnerungen wird es ein Kinderspiel sein, ihnen ihre Miraculous abzunehmen. Wenn meine eigene Mutter nicht weiß, dass ich Ladybug bin, weiß es wahrscheinlich niemand. Was ist mit uns? Meinst du, wir wissen es? Ich glaube, wir sind mehr als nur ein Superhelden-Team. Denkst du, wir sind... Sieht so aus. Da müssen wir einander alles erzählt haben. Ich könnte dem Mädchen, das ich liebe, nichts verheimlichen. Also, wenn wir Superhelden sind, was sind Sie dann? Ich habe keine Ahnung. Du kannst nicht einfach gehen. Wir müssen Ihnen helfen. Wir wissen nicht mal, wer wir sind oder wer Sie sind. Und ich will nicht irgendwelchen Fremden helfen. Du weißt vielleicht nicht mehr, wer du bist, aber eins weißt du über dich. Du bist egoistisch und ein richtiger Feigling. Ich? Ein Feigling? Ich bin kein Feigling. Ich bin ein Freigeist. Komm nicht mit, wenn du nicht willst. Aber ich verschwinde von hier. Holt ihr jetzt Hilfe? Darauf sollten wir besser nicht warten. Ladybug, Cat Noir, wir wissen, ihr seid hier drin. Dieses Mal entkommt ihr nicht. Ihr erinnert euch an euren besten Freund Oblivio, nicht wahr? Sagt jetzt nicht, ihr habt uns vergessen. Ich bezweifle sehr, dass dieses Monster wirklich unser bester Freund ist. Eine Sache ist sicher. Wenn wir Superhelden sind, dann darf er nicht unsere wahren Identitäten rausfinden. Wie wäre es mit einem Ablenkungsmanöver? Wir hauen von hier ab und benutzen die Nottreppe. Entschuldige, das brauche ich. Ich ruf dich an. Wenn er kommt, rennen wir weg und mit dem Klebeband hole ich dann das Handy zurück. Bereit? Kein Wunder, dass ich mich in dich verliebt habe. hab euch! Ihr hättet besser eure Handys ausschalten sollen. Ihr versucht, Oblivio schon wieder zum Narren zu halten. Aber diesmal wird es nicht funktionieren. Vielleicht traue ich euch auch zu viel zu.